Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das ganze Bild. Ich freue mich heute auf Herrn Professor David Engels, Althistoriker und Inhaber eines Lehrstuhls für römische Geschichte in Brüssel. Herzlich willkommen, Herr Professor Engels. Hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Sie haben ein sehr viel beachtetes Buch geschrieben, Auf dem Weg ins Imperium, die Krise der Europäischen Union und der Untergang der Römischen Republik. Und Sie zeigen dort historische Parallelen, so steht es auch im Untertitel auf, zwischen diesen beiden Entwicklungen. Was sind die Parallelen zum Ende der Römischen Republik und der jetzigen Entwicklung der Europäischen Union? Ja, es ist sehr erstaunlich zu sehen, wie sehr eigentlich die Krise dieser späten Römischen Republik, der Gesellschaftskrise mittlerweile auch des Westens ähnelt. Ob das jetzt nun die Massenarbeitslosigkeit ist, ob das Phänomene von Globalisierung, ob das das Entstehen eines neuen Familienbildes ist, ob das der demografische Niedergang ist, ob das auch die zunehmende Unzufriedenheit mit dem politischen System ist, das Schwinden Formen von traditioneller Religion, den Eindruck zum Beispiel auch in einer befriedeten, zivilisierten Welt zu leben, wo Kriege sich aber letztlich nur auf die asymmetrische Ebene verlagert haben, der große Einfluss natürlich auch von Wirtschaft und Finanz auf die Politik, das Entstehen auch gegenläufiger Bewegungen gegen das politische Establishment. All das findet man eigentlich auch im ersten Jahrhundert vor Christus in der späten Römischen Republik wieder und das hält uns natürlich einen sehr erstaunlichen Spiegel vor. Also das heißt, Sie sagen, die Epochen liegen zwar über 2000 Jahre auseinander, aber nicht zu weit, als dass man sagen könnte, das eine kann man in das andere hineininterpretieren oder daraus lernen, aus der Geschichte lernen. Ja, ganz genau. Also die Zeitspanne ist natürlich sehr enorm und gleichzeitig ist der technologische Unterschied natürlich auch sehr groß zwischen der heutigen hochtechnisierten Welt und der späten Römischen Republik im ersten Jahrhundert vor Christus. Aber das macht es vielleicht auch noch interessanter insoweit, als es uns so eine Art Verfremdungseffekt ermöglicht und vielleicht auch ein wenig Abstand von unserer eigenen Gesellschaft zu entwickeln und eben durch den Spiegel Roms sich auch oder ein gewisses Gespür dafür zu entwickeln, was eigentlich wesentlich ist, auch an dieser Krise, die der Westen im Moment durchlebt. Wenn wir die Krise von Rom anschauen, wir sagen immer, Rom ist an seiner Dekadenz untergegangen. Leben auch wir heute in Zeiten eines Verfalls, kann man das sagen? Naja, das Wort Dekadenz hat natürlich immer einen gewissen moralischen Beigeschmack, den ich jetzt versuche als Historiker eher zu vermeiden. Häufig beschönt man natürlich auch das Wort Verfall, indem man dann eher von Transformation und Ähnlichem redet. Aber es ist schon klar, dass wir jedenfalls ganz klar heute, wie auch in der späten Römischen Republik, an einer Zeitenwende leben, dass wir doch einem einschneidenden Paradigmenwechsel bevorzustehen scheinen. Und also in dieser Hinsicht sind die Analogien also wirklich auch ganz, ganz frappierend. Wir können also aus der Geschichte lernen. Wir sehen einen anderen Trend in Europa, jetzt die zunehmende Islamisierung, die wir sehen. Und da haben Sie verschiedene interessante Thesen zu aufgestellt. Sie haben gesagt, dass der Druck zu konvertieren stärker werden wird. Wenn ich das jetzt ganz verknappe, haben Sie gesagt, insbesondere grüne und linke Politiker werden zum Islam konvertieren. Und so mag der neue Euro oder europäische Islam entstehen. Jetzt frage ich die Frage mal ein bisschen ketzerisch. Meinen Sie das ernst? Naja, ich hatte versucht, in diesem Aussatz, auf den Sie anspielen, so ein bisschen die religiöse Gemengelage der späten Römischen Republik mit der heutigen zu vergleichen und eben auch den gegenwärtigen Stellenwert des Islams eben auch mit dem des frühen Christentums und des späthellenistischen Judentums zu vergleichen. Und da sieht man natürlich sehr stark, dass wir auch in dieser Zeit eine sehr große Kritik am Materialismus, am Individualismus, am Werteverlust eben dieser späten Römischen Republik und frühen Kaiserzeit haben. Und viele Menschen sich eben auch zu den neuen, aus dem Osten gekommenen Religionen begehren, um auch eine gewisse Sinnsuche auch zu verkörpern, ein neues Komplettprogramm gewissermaßen zu ermöglichen, ein neues holistisches Menschenbild auch zu entwickeln. Und unter dieser Voraussetzung kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Phänomen, das wir jetzt in Frankreich ja schon sehr stark kennen, das heißt die Konversion eben vieler ursprünglich französischstämmiger Christen oder eher atheistischer Menschen zum Islam durchaus zu einem Massenphänomen werden könnte. Der Islam gewissermaßen als einen Versuch gegen den Wertewandel des Westens zu protestieren. Ja, das ist durchaus möglich und gleichzeitig könnte man sich natürlich auch vorstellen, dass der Islam natürlich am ehesten eine Alternative der Konversion ist für jene Menschen, die
nicht bereit sind, dieses Alternativmodell im Christentum zu suchen. Also sprich eigentlich die Menschen, die eigentlich eher etwas antichristlich oder jedenfalls auf dem politischen Schachbrett, sagen wir mal, vielleicht eher links, eher grün eingestellt sind, die vielleicht da gerade im Islam ein attraktives Modell finden könnten und dementsprechend natürlich auch einen ganz neuen Islam hervorbringen könnten in Europa. Sie haben gesagt, wenn das passiert, werden auf jeden Fall Islam und Christentum weiter koexistieren müssen, mit einem klaren Vorteil beim Islam. Sie sagen, der Bedeutungsverlust des Christentums geht damit unbedingt einher. Sagen Sie, woraus Sie das Vertrauen nehmen, dass von dem Christentum dann noch etwas übrig bleibt, wenn man unterstellt, das erfordert Vertrauen. Also wo hat es das in der Geschichte gegeben, dass der Islam immer mehr an Bedeutung gewinnt, aber trotzdem das Christentum nebenher noch koexistieren kann und nicht am Ende herausgedrängt wird aus dem Wertekanon, der zulässig ist? Ja, das ist natürlich eine schwere historische Frage, wo ich auch sagen muss, dass meine eigenen Analysen oder Vergleiche eigentlich eher auf dem spätantiken Modell, teilweise auch dem chinesischen Modell, basieren, wo wir eigentlich sehr häufig sehen, dass in diesen Spätzeiten, wenn man das so will, einer kriselnden Gesellschaft, einer schwindenden Wahrnehmung oder Konzeption traditionalistischer Identitätsvorstellungen eben, dass Identität anderswo gesucht wird, in neuen Religionen, in neuen, wie ich sagte, holistischen Gesellschaftsmodells. Und ich könnte mir vorstellen, dass in der Zukunft eigentlich in Europa, jedenfalls Christentum und Islam, insoweit besser koexistieren könnten, als wir jetzt schon auch demografisch sehen, dass eigentlich, wie in Frankreich das ja schon der Fall ist, allein schon auf demografischer Hinsicht ein Trend des Christentums zu mehr Konservatismus besteht. Eigentlich nur noch die Leute, die tatsächlich dran glauben, bleiben auch in der Kirche, empfinden Berufungen, so dass das Christentum sicherlich nicht verschwinden wird, aber es wird weniger, ganz klar weniger staatstragende Bedeutung haben, als das vielleicht noch vor 60 Jahren der Fall. Und gleichzeitig wird der Islam sich ein bisschen an das Christentum anpassen und etwas weniger islamisch sein? Das könnte eine Möglichkeit sein. Es ist eine Möglichkeit sein. Natürlich, da ist auch ein fundamentaler Unterschied zum frühkaiserzeitlichen Judentum und Christentum. Das Christentum war in der Notwendigkeit, sich anzupassen, ne? Ja. an die Kultur des Römischen Reiches, da es eben keine auswärtige Basis hatte. Heute ist es natürlich so, dass der Islam, wie er in Europa herrscht, eben doch sehr eng angebunden ist an sein Heimatland, an seine verschiedenen Heimatterritorien, sei es der Maghreb, sei es der Mittleren Osten. Und natürlich deshalb auch die, sagen wir mal, Integration oder Entwicklung eines rein europäischen Islams natürlich auch erschwert wird. Aber schon jetzt sieht man ja interessanterweise, dass doch viele Positionen, die eigentlich eher von traditionsbewussten oder christlich eingestellten Menschen angesichts des Wertewandels geteilt werden, eben auch von sehr vielen Muslimen Akzeptanz finden und eigentlich man sich sehr interessante Querfronten gewissermaßen vorstellen kann in dieser Hinsicht. Verbindungen, die wir so noch nicht gesehen haben. Ein anderes Stichwort, auf das ich gerne noch kommen würde, wollen. Wir sprechen bei der Massenmigration, die wir jetzt gerade erlebt haben in den letzten, sagen wir mal, in den letzten zwei, drei Jahren, von einer Völkerwanderung. Als Historiker, ist das eine Völkerwanderung oder ist das was genuin anderes? Also ich würde es nicht als eine Völkerwanderung bezeichnen, nicht im spätantiken Sinne, wo wir ja zum Beispiel geschlossene Bevölkerungsgruppen haben, die gewissermaßen als staatliche Einheiten in ein anderes Territorium eindringen oder eingelassen werden und da in mehr oder weniger geschlossenen Räumen in ihrer eigenen Verwaltungsstrukturen oder sowas weiter existieren. Die Parallele, glaube ich, passt eigentlich nicht so gut. Natürlich haben wir es hier mit einer historisch doch sehr einzigartigen, massiven Phänomen zu tun. Letztlich würde ich aber sagen, dass die langfristigen Auswirkungen der Einwanderungsbewegung, wie wir sie seit den 50ern und 60ern kennen, langfristig natürlich erheblich bedeutsamer sind als die punktuelle Einwanderung, die wir jetzt im Moment haben, die natürlich vor allen Dingen auch Deutschland betrifft. Ich selbst als Belgier spüre es etwas weniger. Man sieht, dass vor allen Dingen natürlich Deutschland sehr stark von dieser Einwanderungswelle schon betroffen wird. Wenn wir die Welle angucken, die wir jetzt alle sozusagen tagesaktuell im Kopf haben, eine ganz kurze Einschätzung von Ihnen. Welche Rolle spielt Angela Merkel bei dieser Bewegung? Naja, ich
bin Belgier und kann mich deshalb natürlich nicht so sehr auf die deutsche Tagespolitik einlassen und kenne mich da auch wahrscheinlich zu wenig. Aber man sieht schon diesen eigentlich erstaunlichen, vielleicht auch für Nichtdeutsche eigentlich doch sehr erstaunlichen, generellen parteienübergreifenden Konsens, dass diese Form von Einwanderung, wie wir sie seit einigen Jahren ja in Deutschland kennen, eine gute Sache ist, die befördert werden muss, die eigentlich noch unterstützt werden soll. Diesen Konsens kann man jedenfalls in anderen europäischen Ländern eigentlich weniger gut nachvollziehen. Also man merkt ja schon ein gewisses Erstaunen selbst der, sagen wir mal, etablierteren öffentlich-rechtlichen Medien. Also in Frankreich oder in Belgien hört man schon eine, sagen wir mal, oft pragmatischere Einschätzung, realistischere Einschätzung der Entwicklung als das, was ich so aus den deutschen Medien jedenfalls mitkriege. Da liegen Sie nicht ganz falsch, das kann ich bestätigen als jemand, der deutsche Medien mit konsumiert. Bedanke mich für den ersten Teil. Wir sind gleich für den zweiten Teil wieder da und reden dann über die Europäische Union und über Identität. Bleiben Sie dran.